Wie bist du zu dem Movie gekommen? Ich muss mal eben kurz die Brille abnehmen, weil die ist sehr stark. ja, wie bin ich hier zu dem Movie gekommen? Das ist ein paar Jahre her. Und zwar gab es damals einen Zeitungsartikel über Davids Projekt in der Borkener Zeitung. Oder nee, in der BBV war das, genau. Und da ich selber Hobby-Schauspieler schon seit Jahren auch bin und schon seit über 10 Jahren im Theater bin in Heiden, in meinem Heimatdorf, habe ich mir gesagt, den musst du kennenlernen, den David. Na? Weil das klingt alles sehr spannend und es war ja auch ein Video zu sehen bei bbv.net. Und dann habe ich über bbv.net dann ihn kontaktiert. Und dann kam ein paar Tage später schon eine E-Mail von ihm zurück, dass er mich auch mal ganz gerne kennenlernen möchte und so. Und die erste Zusammenarbeit hatten wir, ich glaube, das war bei Jakobsweg, ja. Also früher glaube ich noch nicht, aber bei Jakobsweg habe ich einmal einen Kellner gespielt und war bei so einer Partyszene noch mit dabei. Und ich finde, er macht das unfassbar gut. Er macht das wirklich detailgetreu. Also wenn ich sehe, welche Storyboards er da alle zeichnet, um sich jede Szene da exakt vorstellen und auch nachher drehen zu können, das ist echt unglaublich. Und ich wünsche dem echt alles erdenklich Gute, dass er seine Karriere macht. Also ich zweifle überhaupt nicht an ihm. Also für mich ist das schon fast eine Art Til Schweiger, der wirklich, ja, wirklich im Detail, sag ich mal, daran geht. Und auch der heutige Drehtag. Ich bin kurzfristig jetzt für einen Kollegen eingesprungen, spiele einen Arzt, wie man unschwer erkennen kann. Und bin jetzt vielleicht eine halbe Stunde hier und ist schon unfassbar Interessantes passiert. Ich meine, ich weiß ja durch ein paar Erfahrungen, wie es beim Film so zugeht. Habe auch letztes Jahr bei Aschenputtel bei der Märchenverfilmung mitgespielt. Ein irrer Aufwand, muss man sagen. War als Komparse, als Diener des Königs dann dort in Arnold bei der Wasserburg. Das Ergebnis war sehr enttäuschend, muss ich sagen. Also ich war, wenn überhaupt mal, dann von hinten oder etwas von der Seite zu sehen. Also als Komparse sollte man nicht zu viel erwarten, das habe ich festgestellt. Und hat aber trotzdem Spaß gemacht, war eine schöne Sache. Und ja, jetzt freue ich mich heute hier zu sein und für den aktuellen Film von David den Arzt spielen zu können. Kurzfristig eingesprungen. Gleich geht es noch weiter. Gleich habe ich auch noch ein bisschen Text, also keine Komparsenfigur, sondern schon eine Rolle. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf die nächste 2, 3 Stunden. Wie sieht die nächste Zusammenarbeit mit dem Movie aus? Das weiß ich Überhaupt ja noch nicht, im Allgemeinen. was David noch so vorhat. Also ich sag mal, ich habe zwar nicht mehr so viel Zeit wie früher, dadurch, dass ich ja auch Familie habe, aber wenn es dann die Gelegenheit zulässt wie heute, dann bin ich sofort dabei. Also ich bin der Letzte, der sagt, ich habe keinen Bock. Also wenn ich jetzt heute nicht komme, dann müsste ich schon krank sein, um nicht kommen zu können. Und ich bin gespannt, was David noch plant. Welcher dem Moviefilm hat dir am besten gefallen? Von dem, was du jetzt schon kannst. Von dem, was ich gesehen habe, also Jakobsweg, da war der einzige, den ich ganz gesehen habe. Kann ich so nicht beurteilen. Müsste ich mir, glaube ich, alle Filme mal angucken, weil ich kenne den Movie ja noch nicht so lange jetzt. Habe zwar auf der Homepage schon einige Ausschnitte von anderen Filmen auch gesehen, aber der Einblick war jetzt nicht so tief, als wenn ich das beurteilen könnte. Also den Movie fand ich schon sehr stark, muss ich sagen. Und es gibt ja auch schon einige Darsteller, die schon länger mit dabei sind, die auch schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ich hoffe, ich kann da so einigermaßen mithalten, dass der Film nicht Mist wird wegen mir. Also, um es wirklich genau beurteilen zu können, müsste ich wirklich alle Filme ganz gesehen haben. Und ich wollte mir jetzt auch nicht alle DVDs auf einmal kaufen. Vielleicht mache ich das immer mal peu à peu. Ja, noch eine Frage. Ja. Wie empfindest du das, jetzt mit David zu drehen? So. Unfassbar kreativ. Also der Mann ist wirklich talentiert. Der plant jede Einstellung genau. Also das macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich selber auch, wenn ich Filme schneide, dann lege ich auch Wert auf jedes Detail. Und jedes Detail, was man nachher schneidet, muss ja vorher gedreht worden sein. Also auch genauso, er hat ein Storyboard da seitenweise gezeichnet. Ich kenne nicht wirklich viele Leute, die das so professionell machen. Also ich finde ihn wirklich top und hoffe und denke aber auch, wenn er in der Filmbranche Fuß fassen möchte, dass er da wirklich keine großen Probleme haben wird. Also toi, toi, toi. Würdest du sagen, dass David Lansing mit der kompletten D-Movie-Crew einen Film auf die Beine stellen könnte, der in allen deutschen Kinos laufen könnte? Jeden Tag?
Ich glaube schon, weil ich sag mal, es ist ein bisschen so, man merkt bei manchen Filmen schon ein bisschen, dass die Texte ein bisschen halt geschauspielert rüberkommen. Ne? Aber das ist keine negative Kritik, das ist aber nur eine Feststellung, die ja auch für ihn sehr wichtig ist. Aber ich glaube, man hat ja noch ein bisschen Luft nach oben, das ist kein Problem. Ich selber bin ja auch kein Profi-Schauspieler jetzt, der da ohne Kunst da irgendwie spielen könnte. Aber von der Machweise her, von dem, was er plant und wie er es schneidet, das auf jeden Fall. Also denkst du, dass das möglich wäre, ja, in Zukunft mal einen Film zu machen, der dann auch in ganz Deutschland im Kino wie so ein normaler Film aussieht? Ich glaube, das ist eh der Fortschritt von David. Er macht es jetzt so ein bisschen regional, dort, wo seine Freunde sind und so, ne? Da dreht er jetzt, um auch bei seinen Freunden sein zu können, weil ich denke, wenn er die Freunde nicht dabei hätte, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig für ihn. Aber ich denke, dass er trotzdem Profi genug ist, um da hinzukommen. Also das glaube ich auf jeden Fall, ja. Es wirkt sehr professionell. Für Laien wirkt es professionell. Und ich glaube, das kann man auch schon fast nicht als mehr als Laien bezeichnen. Das wirkt schon sehr, sehr gut. Danke fürs Interview und wir hoffen, dass das ein Riesenerfolg wird. Ja, danke, sehr.